Wir hätten gerne Hokage. Nö. Wir hätten gerne jetzt eigentlich ein Spelunky oder sowas. Papa. Ich weiß ja nicht. Na doch, nehmen wir mal Papa. So, das heißt, wir gucken erstmal, was das ganze neue Klimbim so macht. Wir haben nämlich die da gefunden. Weniger Rüstung. Weniger Rüstung. Ja, sie wiegt weniger, aber Gewicht ist nicht so wirklich wichtig. Und ein Skyscape mit Siphon 1, also Mana-Entzug. Was keine Lebenspunkte abzieht. Aber ja, Mana, Baba, nö. Nö, lass mal. So, hier haben wir Siphon, brauchen wir nicht. Hier haben wir nichts Neues. Hier haben wir stärkere Gegner. Ja. Nö. Das heißt, wir geben jetzt einfach die 19.000 für Angriffskraft aus, damit der Barbar so viel Schaden macht, wie der Paladin normalerweise macht. Alternativ könnten wir auch... Oh, warte mal. Wir sollten sogar das hier kaufen, weil das teuer ist und wir sonst selten so viel Gold auf einmal haben. Ja, mal eben 3 Stufen davon und 14.000 Gold sind weg. Also 1441, wo pumpen wir das rein? In irgendwas, was fast so viel kostet wie... Was haben wir da oben? In Pool Time Up. Das klingt doch gut. Haben wir noch 11 Gold über. Und da oben ist der Drache. Den will ich noch lange nicht freischalten. Den schalte ich erst dann frei, wenn wir genug Mana haben, genug magischen Schaden ab und genug Ausrüstung, die Mana und Magieschaden bringt, freigeschaltet haben und Runen und was weiß ich. Dann fange ich an, mit dem Drachen rumzuspielen. Vorher, Aber was machen wir jetzt mit dem Barbar? Also ja, hier im Einerbereich dürfte er alles noch one-hitten können. Genau wie der Paladin auch. Aber in höheren Bereichen wird er nicht so viel bringen. Ihr könnt mit ihr jetzt direkt in die Hölle gehen. Und da sie so viele Lebenspunkte hat, den Schleim umbringen. Ich glaube, das wäre die beste Möglichkeit. Und dann kriegen wir den Schleim schön für Gold und dadurch wird der nächste Paladin so stark, dass er den ganzen Dungeon clearen kann. Was ja unser Ziel war, ne? Wir wollten es so hinbekommen, dass ein Charakter den ganzen Dungeon leer bekommt. Und wenn das der Fall ist, dann können wir erst den Boss angehen. Wahrscheinlich mit einem neuen Charakter dann, aber quasi ist dann der Endboss erst für uns freigeschaltet. Für die Art zu spielen, die ich jetzt gewählt habe, dadurch, dass ich den alten Speicher dann gelöscht habe. Kiste. Für so ein bisschen Taschengeld. Ist immer schön, genau. So. Noch mehr Hühnchen. Warum laufe ich eigentlich gerade nach oben? Fällt mir mal so ganz nebenbei auf. Die Hölle ist nicht oben. Also ja, ist Ansichtssache. Was habt ihr lieber? Eine Ewigkeit im Chaos, wo man sich weiterentwickeln kann? Oder eine Ewigkeit, wo ihr glücklich seid und nichts passiert. ja, zu viel Philosophie. Wir wollen in die Hölle. Wir wollen runter, 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 runter. So. Oh, da geht's sogar nach unten. Zing. Zing. Und zing. Und oh, 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 oh. Nicht so mit mir. Ah. Bossraum. Gleichbedeutend mit Gold und Hühnchen. Du bist nicht die Hölle. Oh. So. Hier geht's gar nicht weiter. Dann lasse ich dich einfach mal da unten. Wir würden jetzt gerne rechts zwangsweise. Hops. Hops. So nicht. Oh, nee, wir stürmen lieber direkt in den Bluttropfen rein. Ihr beiden müsst sterben. Ich brauche Lebenspunkte. Es fehlt nämlich einer. Kein Schaden nehmen mit Stacheln und... Wir haben das schon einmal geschafft, ne? Ich glaube, ja.
Na, knapp. Au. Au. Du was? Braucht jetzt schon zwei Schläge. Ist nicht so schön. Aber Hühnchen. Und zwei Kisten. Oh oh, du bist so ein Obermufti-Mufti. Genau, du bist tot. Und wir leben. Und haben Gold. Ah, ja. So. Und was auf der anderen Seite? Noch so einer davon. Gucken wir mal. Ding. Jo, noch so einer davon. Du schlägst in die falsche Richtung, oder? Danke. Also ja, Chakrams sind echt schön, was sowas angeht. So. So. Und irgendwie ist die Hölle nicht da, wo sie sein soll. Müssen wir doch nach oben gehen. Also ja, in diesem Fall schon. Nämlich hier nach oben, denn ganz weit nach rechts und dann irgendwann nach unten wahrscheinlich. Obwohl, das wäre ganz schön weit nach rechts. Vielleicht doch eher hier links. Dann demnächst nach unten. Und links geht's nach unten, ja. Ja, das passt soweit. Jo, das sieht höllenartig aus. Überall sind Stacheln. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Also jedenfalls die Hölle dieses Spiels. Überall Stacheln. Keine Gegner, nur Stacheln. So. Das ist eine Truhe. Die hätte ich gerne. Oh. So. Truhe. Gold. Magier töten. Ah, du cheatest wieder. Nee, okay. So. Schluck. Mana ist auch bald wieder voll. Sehr gut. Fehlt nur noch der Übergang in die Hölle. Der hier wäre. Mana kommt. So. Gib mir bitte einen Bossraum. Wow, 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 wow. Wow, hey, hey, hey. So, 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 nicht, nee, nee, nee. Wow, wow, wow. Wow, 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 wow. Das ist gar nicht schön hier. Ja, das war abzusehen wegen Hölle und so, aber... Ja. Feuermagier hin. Oh, das ist eine Truhe. Die will ich auch haben. So. Feuer. Oh, da ist noch eine. Noch ein paar mehr. Ein paar mehr, mehr. Oh. Hinterher gelaufen. Sehr schön. Da ist ja noch einer. Was zur Hölle geht denn hier ab? Ja, nee. So nicht. Jetzt... verliere ich hier gegen drei doofe Magier. Na also. Boah. Hälfte der Lebenspunkte mal so eben weg wegen den Jungs. Nicht schön. So. Dann gehen wir doch gleich mal nach oben und holen uns die Lebenspunkte zurück, würde ich sagen. Da. Mhm. So. Da kamen wir rein. Ich glaube, ich guck mal ganz kurz nach dem Hochgang zum Maya-Gebiet und zum Weitergang in den Wald. Weil so mache ich mir nicht wirklich viel Hoffnung, den Schleim zu schaffen. Oh. Hoch. Und hoch. Oh, da war ein Gegner. Stirb. Du bist Lebenspunkt-Zeug. Oh.
zwei Treffer bei so einem Puschelwuschel. Ja. So. Übergang zum Maya-Gebiet. Sehr schön. Gucken wir mal ganz kurz rein. Kisten. Stacheln. Feuer. Okay, die Stacheln müssten machbar sein. Die sind ja... Ne? Ist ja nichts. Jedenfalls nicht so wirklich. So, was haben wir hier? Gefangene Gegner. Wow. Gefangene, schummelnde Gegner. Komm runter. Ich glaube, den Rest lasse ich aber lieber. Aber es war noch okay. Was haben wir? Nee, komm. Lassen wir das. So, was? Ah, Stacheln unten. So, was haben wir hier? Oh. So. Da war noch ein Du-was. Lebenspunkte sehen okay aus. Oh. So. Ja, das lief gut. Plus Kiste. Oh. Das sind die schwarzen Jungs. Nee. Lass mal. Obwohl die schwarzen Jungs sind genau das, was wir eigentlich jedes Mal farmen sollten. Weil die geben Stats. Wir machen so wenig Schaden als Barbar. Na gut, gucken wir mal. Oh. Ja. Völlig abgedeckt. Komm, stirb einfach. So. Wow. Stimmt, hier unten können wir uns mal verstecken. Das habe ich vorher gar nicht so wirklich... bedacht. So. Drei Treffer, sehr schön. Das ist noch mit die beste Phase. Und tot, sehr schön. War kostspielig, aber kriegen permanente Lebenspunkte. Sehr schön. So. Komm schon, irgendwo ein Hühnchen. Nö. Ja, nee, so wird das nix. So wird das nix mit dem Boss. Kein Fall. Wow. So, wie... Eine Kiste. Au. So. Na, ohne Doppelsprung ist das bestimmt ganz schön nervig. So. Oh ja, Gold ist okay. Wir haben permanent Stat bekommen. Dann brauchen wir noch gar keine Bosse töten. Au. Genau reingelaufen. Bist du ein Ansturmding? Ja, genau so was machst du. Dann komm hoch. Elendes, feiges Ansturm. Au, oh, hey. So. Kaputt. Das ist ein komisches Geräusch. Oh, Hühnchen. Oh. Ja. Genau du. Du siehst komisch aus. Komm mal her. Oh, du drehst dich ganz schön schnell um. Wow. Nimmst du gerade Anlauf? Wow. So, auch kaputt. Ja, nö. Den Boss darf man anderer Held töten. Wir toben uns jetzt hier Maya-Turm aus, denn ist gut. Oder auch nicht, wenn wir noch ein, zwei Lebenspunkte bekommen. Die sind schon ein guter Anfang, aber die können nichts. Und hier scheinen mehrere von denen zu sein, die nichts können. Und
Inkompetenz plus Inkompetenz ist immer noch Inkompetenz. So. Ja, hoch. Und einsacken. Und irgendwo ist da so ein Feuerspei-Dingens. Genau du. So. So weit, so gut.